Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 TF2 Projekt und wir sind hier bei mir am Hof, weil ja bei mir am Hof diese blöde Simse da gefunden wurde und jetzt wird mir die ganze Scheiße in die Schuhe geschoben und jetzt schauen wir erstmal, was hier passiert. Aua. So, jetzt müssen wir mal warten, bis der Schlepper da ist. Ich glaube, da ist schon was gekommen. Warten Sie mal. Der Abschlepper? So nannte man mich in den jungen Jahren, du. Mhm. Ich hab die Bio-Girls abgeschleppt, reihenweise, du. Ja, komm, Leute, sie reißen sich zusammen, ja. Gott, was hat der für eine Hupe? So, komm, Leute. Komm, Leute. Ja. Sie schnappen sich jetzt ein Fahrzeug und sie fahren bitte zum Engini runter. Ja. Wir lassen das Teil jetzt begutachten. Die fahren nicht mit diesem Auto raus da! Aber ich bin auch noch Polizist. Hallo? Rotwild hier. Moin. Hallo Kurt. Du bist gerade hier weggeeilt. Kann ich mich in dein Elektro-Droid setzen und weitermachen oder soll ich auf dich warten? Ja, kannst ruhig weitermachen. Ich habe hier gerade Probleme mit der Polizei. Das ist jetzt aber nicht gut. Nee, ist gar nicht gut. Okay, dann wenn du was brauchst, eine Pfeile oder einen Kuchen, sag Bescheid, schicke ich dir. Ja, alles klar. Okay, bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss. Moin, die Herren. Hallo, Herr Weber. Einmal bitte die Simson aufladen und zum Engini runter. Muss ich Handschuhe anziehen? Ja. Okay. Was Sie das so sagen? Warum? Ja, ja. Warum muss er den Handschuh anziehen? Wir nehmen Fingerabdrücke und Sie nehmen sich jetzt bitte ein Auto und fahren runter, nicht das Polizeiauto. Aber. Gibt kein Aber. Aber. Abmarsch jetzt! Aber Herr. Glauben Sie wirklich, dass ich das war? Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich war das nicht. Fahren Sie jetzt da runter. Ja. Ich schiebe mir wieder in die Schuhe, ey. Ich werde bescheuert. Wer ist denn Vagine? Warte mal. Wer ist denn Vagine? Herr Wartlinger? Oh? Wer ist denn die Vagine? Was soll ich denn das wissen? Kannst du ja doch gleich so runter zur Vagine fahren. Zum Engine! Wer ist das? Händler! Achso. Ach so. Ach, der meint Eduard. Moin! 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 Ich muss runter! Ihr könnt ruhig die Kühe abladen, Männers! Gut, wir wollten gerade fragen, was hier los ist. Ja, wieder mal Action ohne Ende, Alter. Was haben wir verpasst? Ja, die versuchen mir einen Diebstahl unterzujubeln von der, keine Ahnung, Simson oder so. Herr Weber, fahrt's los, ich folge. Jo. Ich fühle mich irgendwie belästigt von der Polizei. Hey. Wisst ihr, was mir gerade auffällt, liebe Zuschauer? Obwohl ich diesmal hier einen nicht kriminellen Typen spielen wollte, aber ich trotzdem kriege es immer mit der Polizei zu tun. Ich weiß nicht warum. Ich bin doch so ein netter Bio-Junge. Da bin ich mal gespannt. Aber ich habe das Ding nicht angefasst, also könnten da keine Fingerabdrücke von mir drauf sein. Es sei denn, ein korrupter Bulle hat die da hingeschmiert. Heiko, komm zurück!
innen langsam kommen die TF1 Flashbacks. Ja, könnte hinkommen. Muss ich jetzt hier abbiegen? Ne, noch einen weiter. Ne? Ja, noch einen weiter. Vielleicht ist der Wartlinger insgeheim der Verbrecher. Und ich bin der wunderbare Kopf, der gerade ausgebildet wird, den rechtschaffenen Weg geht und nachher den Wartlinger stellt und überall Enttäuschung sich breit macht. So stelle ich mir das vor. Oh, fuck. Ich bin mal gespannt, was da jetzt gleich rauskommt, Männers und Frauen. Bin mal gespannt. Kaxi, servus. Sind die denn jetzt eher hier runtergekommen? Das kann ja gar nicht. Hallo? Achso. Hallo? Ja, okay. Ah, moin, Kurt. Moin. Hallo, Engine, ich baue einmal kurz Ihre Hebebühne. Wir müssen da Gutachten mal. Ja, könnt ihr gerne machen. Nimm da hier die zweite, also die rechte, wenn du reinfährst. Jo, passt. Da Herr Weber? Die Klammern für die Mobilzucht zu heben. Können Sie das einmal auf die rechte Hebebühne stellen, danke. Bitte. Ja, guck hier, da sind auch die Klemmen hier dran. Da kannst du dann die Räder festklemmen von dem Moped. Ja, perfekt. Wenn du das hochhebst, ne? Machen wir dann gleich. Wunderbar. Und Kurt, was machst du? Was ist mit dir? Weiß ich noch nicht. Du weißt es noch nicht? Ich muss hier dabei sein. Ach so, du gehörst dazu zu dem... Ja. Dieses Moped wurde bei mir auf dem Grundstück gefunden, aber ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist. Und jetzt vermuten die, dass ich es war. Ach, okay. Das ist dann im Ostwien sein, die Rote. Der war damit auf jeden Fall mal bei mir am Hof, ja. Ja, aber der fährt ja eigentlich immer nur Rote und tönt immer rum, weil keiner nur Rote fahren darf sonst. Ach, so. Ach, ist das so? Ja. Aha. So hat er aber gesagt, wenn er hier rumgelaufen ist. Ja, noch ein bisschen. Das ist gut. Stopp, das. Mein Gott, da. Also die Klemmen dran. Ich höre sie aber auch an, das Ding, ey. Okay, kannst hochfahren. Oder. Wartlinger. Mhm. Brauchen Sie mich dann noch? Nee. Gut. Können abtreten, Sir! Die Rechnung geht dann nachher an wen? Aus wen? An den Herrn Kornleiten. Was? Moment mal! Moment mal! Moment mal! Nee! Das bezahle ich nicht. Nee. Die Rechnung geht an den Herrn Kornleiten. Was? Das könnt ihr gut nicht machen. Warum geht die Rechnung denn an mir? Sie haben das angefordert. Sind Sie der Beschuldigte oder nicht? Ja, aber ja, ich bin unschuldig, solange das Gegenteil bewiesen wurde. Das mag ja sein, trotzdem geht das erstmal auf Sie. Ja, aber wenn es dann rausstellt, dass das was anderes ist, dann kann man es immer noch umstellen. Aber Sie sind jetzt erstmal der Beschuldigte. Legen Sie sich nicht mit mir an, Herr Kolmleiten. Ja, ist okay, dann die Rechnung erstmal zu mir. Ja, werde ich weitergeben, das wird der Herr Kremsbacher dann nachher machen, wenn er wieder da ist. Ja. Perfekt, danke, dann Herr Weber. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ciao, Lukas. Das stinkt mir hier nach einer kriminellen Vereinigung. Von Ihnen in die Wege geleitet? Ne, von Ihnen, glaube ich.
Ich glaube, Sie sollten aufpassen, was Sie als nächstes sagen. Warum? Ist Ihr Job wichtig? Ja, der ist mir wichtig und bedeutet mir auch sehr viel. Aber wie können Sie denn sowas machen? Dachte, wir wären Freunde. Was mache ich denn? Sie waren ein Vorbild für mich. Ich habe auf Sie heraufgeschaut. Wollte genauso Polizist werden wie Sie und Jens. Na, schauen Sie mal, wie weit Sie vom Weg abgekommen sind. Aber das war ich doch gar nicht. Ich hoffe, Sie werden sich, wenn das rauskommt, die Wahrheit kommt immer ins Licht. Und ich hoffe, dass Sie sich dann auch entschuldigen werden. Das hat er schon bestätigt, dass er das war? Gibt es da schon Fakten zu? Herr Bartlinger. Nichts hat er. Jetzt ist das Einzige, was wir tatsächlich nachweisen können, dass das Bike bei Ihnen in der Garage gestanden ist. Das ist alles Einzige. Und da auch niemand drumherum war. Und deswegen werden wir jetzt auch Fingerabdrücke überprüfen. Ja. Und schauen, welche Umbaumaßnahmen gemacht wurden. Und dann werden wir gucken. Okay. Habt ihr an der Garage auch Fingerabdrücke gefunden? Die nicht zu ihm gehören? Das Problem ist, dass jetzt mal, wenn ich bei meinen Kompletten vorbeifahre, diese Garage offen ist. Also könnte theoretisch jeder rein, wie er lustig ist. Herr Engine, seien Sie jetzt Rechtsbadger oder was? Nein, ich sag. Sehen Sie, selbst für Passanten kommt das hier ganz schön komisch rüber. Passanten? Außenstehende, die gar nichts damit zu tun haben. Herr Kornleiten, Sie fahren jetzt einmal 10 Gänge runter, sonst suspendiere ich Sie heute noch. Ja, dann lass uns doch mal gucken, ja. Na, wir müssen auf den Experten warten. Auf welchen Experten denn? Ich habe einen Experten angefordert, einen unabhängigen Gutachter. Ein unabhängiger Gutachter. Jetzt bin ich mal gespannt, wer ankommt, ey. Ah, okay. Aber Herr Engini, Sie können ja ruhig dabei sein, wenn es dann um... Ja, das... Auseinanderbauen geht und sowas. Warum sagen Sie denn das jetzt so vorwurfsvoll? War nicht vorwurfsvoll. Hat man nur so dahin gesagt. Das hat man empfunden, ne? Hey, wenn ihr irgendwas braucht oder so, dann sagt ihr. Ja, wir schreien, gell? Wir schreien. Ja, ja, alles klar. Alles klar. Ich muss mich gerade noch um den Traktor kümmern da draußen. Aber jetzt würde ich sagen, es ist Zeit, dass der kommt. Bin echt traurig. Kosten vom Gutachter gehen übrigens auch auf Sie. Was? Ja, natürlich. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, brauchst du irgendwelches Weihrauch oder so einen Scheiß? Das kannst du doch nicht machen. Seit wann sind wir per Du? Passen Sie auf, wie Sie mit mir reden, weil sonst sind Sie gleich weg. Sie sind Polizeibeamter auf Widerruf. Ich kann Sie sowas von dermaßen rauskicken. Ah, da ist der Gutachter. Ja, nee, ist klar. Der Mann ist Experte auf dem Gebiet. Ja. Einen unabhängigen Gutachter. Hast ja toll hingekriegt. Wir sind immer noch nicht bei Du. Haben Sie ja toll hingekriegt. Vielleicht stecken Sie mit dem unter eine Decke und wollen wir das gerade hier unterjubeln. Sie reißen sich jetzt zusammen. Ich jubel hier niemand was runter, ja? Ja, aber dass Sie mir das... Boah, bin enttäuscht, Sie kennen mich. Ja, anscheinend nicht. Ich habe noch nie jemanden was weggenommen hier in der Stadt. Noch nie. Wann holst du den Rosenberg als Gutachter? Der in jeder Handlung kriminell mit seinem Kopf aufkommt. Das hat ja nichts damit zu tun. Es geht jetzt ja nur ums Gutachten von der Maschine. Fingerabdrücke nehme ich, keine Sorge. Gutachter. Das Einzige, was der gutachtet, ist sein Mundgeruch, ey. Oh, da haben wir ja schöne Fingerabdrücke hier. Da. Bisschen nehmen. Da haben wir auch noch welche. Super. Da haben wir auch noch was drauf. Oh, perfekt. Da haben wir richtig viel Material. Hat er da gerade auf Nacken von der Firma getankt? Alter! Was? Was erzählen Sie, Herr Kolmleiden? Und was war Rosenberg? Hallo? Nein!
Hallo, Kind. Echt jetzt? Ey! Da muss ich aber mal gucken gehen. Der Tank ist voll. Ja, der war auch voll, als ich hergekommen bin. Ja. Wo waren Sie denn tanken? Hä? Wo waren Sie denn tanken? Ich war mit diesem Fahrzeug in der Stadt tanken. Wo? In der Stadttankstelle? Es gibt ja nur eine. Wenn mich da jetzt die Kamerabilder also anfordert, nicht heute, dann zeigen also nicht, ihr. Nicht ach heute so, und nicht gestern. Dann? Aha. Die Zahlen auf der Tankuhr hier sehen aber irgendwie anders aus wie eben. Ja. Wo waren Sie jetzt gerade? So viel. Wo sind Sie hergefahren? Von meinem Hof. Sie wollen mir jetzt erzählen, dass Sie von Ihrem Hof hierher fahren und kein Milligramm an Sprit fehlt? Darf ich mich ein bisschen näher an Sie ranstellen? Sie stecken sich noch einen Ticken mehr in den Mund, dann habe ich das, hab ich vielleicht das Glück, ja, ein paar Krümel abzukriegen, wenn Sie reden. Lassen Sie mich doch mal mein Sandwich essen, verdammte Scheiße. Ich habe eine Frage. Was soll ich jetzt hier tun? Also zunächst einmal gehen Sie mal zu dem Fahrzeug und geben mal Ihre Fingerabdrücke ab. Hä? Ja, kommst mit. Und wenn du schon mal da bist, nimmst du sein Portemonnaie 20er und drückst das mal den Eduard in der Hand fürs Tanken. Herr Rosenberg, kommen Sie her, bitte. Herr Kolmleiden. Herr Rosenberg! Ich wüsste nicht, dass Sie, dass wir so dicke sind, nachdem Ihre kriminelle Ader hier zum Vorschein gekommen ist, ja? Verstehen Sie? Die Wahrheit kommt immer ans Licht, Mister. So, jetzt legen Sie bitte einmal da Ihre Hände drauf, ne? Wo? In die Farbe und dann einmal auf die Dinge. Nee, warum? Weil sie an dem Gerät jetzt rumhantieren und nicht ihre Fingerabdrücke braucht. Ach so. Hey, Moment. Was? Wir haben Fingerabdrücke genommen und alles muss ich vergleichen. Deswegen ihre Fingerabdrücke jetzt. Ja gut, alles klar, dann... Komm, Hosenzwerg, mach jetzt mit da. Da, von mir einen kompletten Hammer. Was Sie ausbilden bei der Polizei, das ist auch, der ist wirklich, also... Wollen Sie mich jetzt gerade kritisieren? Nee, aber die Anforderungskriterien sind wahrscheinlich ins Minus gerutscht, oder? Mhm. So, jetzt schauen Sie mal bitte die Maschine an und sagen mir, was der Baulich... Ruhe jetzt! Und schauen bitte an, was der Baulich verändert worden ist, ja? Damit ich diesen Mordspeed erreichen kann. Woher wisst ihr denn, wie schnell das Vieh fährt? Das stand doch nur bei mir da rum. Ich hab das Ding verfolgt! Ja, okay. Okay. Habt ihr meine auch genommen oder so? Habt ihr meine Fingerabdrücke auch genommen oder wollt ihr sie haben? Wir haben das Ding doch gar nicht angefasst. Ich bin Händler, ich fasse jede Maschine an. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Ja, irgendwie schon. Moment, ich muss mal gerade. Also, wenn sie, wenn es okay ist, ich bräuchte mal eine Ratsche mit der 10er Nuss, bitte, Eduard. Ja. Weil dann, ich würde mal hier 2,50 Euro. Hä? Was? Nein, das ist der Komplett. Ich würde hier mal den Zündkerzenstecker nämlich abziehen, weil. Achso, und einen Messschieber bräuchte ich mal, weil da müsste man vielleicht mal den Zylinderkopf abnehmen und mal messen, was wir da für Querschnitt haben, um zu sehen, ob da aufgebohrt wurde. Wissen Sie, für mehr Hubraum, weil normalerweise haben die ja 49, Kubik. Zentimeter und ich nehme an, dass die stark verändert wurde, dass das mindestens 70 Kubik sind. Wahrscheinlich ja, hier auch mehrere Kanäle eingefräst wurden, ne, dass es eine Vierkanal ist. Und da müssen wir mal gucken. Also, eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen: Normal ist da ein 28er Krümmer dran, das ist ein 32er. Mhm. Ja. Achso, ja. Also, ich habe ja schon mal einen größeren Krümmer-Durchmesser, also 32 mm im Durchmesser, wissen Sie? Mhm. So, das heißt, der lässt mehr Abgas durch. Das verbaut man meistens, wenn man natürlich auch einen größeren Motor drin hat, ne? Interessant. Jetzt könnte man höchstens mal, wir könnten mal noch den Auspuff abbauen, mal hinten die Tüte abnehmen und gucken, ob da irgendwie resonanzmäßig irgendwas umgebaut ist. Das können wir natürlich machen, ja. Da brauchen wir den dafür. Ja, genau. Ja, aber der Kolmleiden scheint eine Affinität für schöne Mopeds zu haben. Das muss man ihm ja eingestehen. Obwohl das Ding jetzt gehört nicht mir. Obwohl er eher so aussieht wie so ein, keine Ahnung, Fritteusenfett-Schmuggler. Ja, so einer bin ich auch. Und ich würde so ein Ding nie fahren. Vor allen Dingen mit Abgasvergrößerung. Herr Wartlinger, mit das müsst du doch schon... Abgasvergrößerung? Ja, keine Ahnung, was du da gerade gequatscht hast. Ich habe da nicht mal Ahnung von. Das ist es ja. Das ist nicht meine. Ja, gut, Herr Kolmleiden, Sie scheinen ein Defizit im Zuhören zu haben. Ja, Oswin, die Flöte. Die Flöte? Achso, ja, alles klar. Oh! Guck mal hier rein, Eduard. Guck mal rein.
Der ist aber schön leer geräumt. Oh, Junge, schön, Junge, schön. Junge, der ist schön. Oh, hier ist auch was reingeschweißt, ein Blech. Da ist genauso leer wie mein Konto. Beim Leiden. Ja. Mal unter uns, was das machen lassen. Das ist war ja, ich nicht, das ey, ist komm, nicht. Ey, komm, jetzt mein. Hör auf. Ey, es gemeint. Ich habe einmal eine Frage, Herr Kolmleiten. Ja. Wie stehen Sie in Kontakt zu einem gewissen Peppi? Ich habe den mal ein paar Mal hier auf dem Dorffest gesehen und auch gehört, einmal eine kurze Auseinandersetzung gehabt, aber das war's dann auch. Ja, weil hier steht drin, made by Peppi, Performance. Ah, ich glaube, das gehört Oswin. Hä? Also pass mal auf, jetzt will ich dir mal was sagen, ne? Du hast hier solche Sachen am Wickel und jetzt einfach... Ich hab, Herr Rosenberg, ich habe meine Frage. Sagen, also, gehört Oswin, also ich, mal ganz ich ehrlich. Sag Herr Rosenberg, jetzt, ich sag mir jetzt meinen Standpunkt dazu. Ich bin für die Natur. Ich bin dafür, dass wir alle ja. Elektro fahren oder zumindest mit Frittierfett. Und oh ihr so werdet Gott, mir dieses Ding hier ganz bestimmt nicht unterjubeln. Was für ein Vergaser? Guck mal, da ist ein Bikuni-Vergaser, Membranvergaser drauf. Das heißt... Ja, die ist für richtig Leistung ausgelegt. Waren Sie vor kurzem mal bei Peppi Performance, Herr Kolmleiten? Nein, ich kenne nicht mal Peppi Performance. Der steht aber da drin. Schön eingraviert. Kann ich aufsteigen? Sie lassen das Ding aber da drin, gell? Sie fahren jetzt doch nicht durch die Gegend. Ich will nicht durch die Gegend fahren, ich will nur aufsteigen, ich will was testen. Ja, testen Sie bitte. Ja, sitzt sich gut? Ein bisschen tiefer, finde ich. Herr Kolmleiten, wie viel wiegen Sie? Sie sehen mir kräftig aus. 86. Merkt man am Sitz tatsächlich. Der ist ein bisschen... ein bisschen das Polster ist schon ein bisschen eingesessen. Der hat... Eduard, guck du auch gerne mal. Der hat auf jeden Fall auch die Federgabel vorne verändert. Da ist straffere Feder drin und ich glaube, die ist auch gekürzt. Herr Rosenberg, können Sie mal als Referenzmodell Ihre Maschine holen? Nee, aber wir können die da nehmen. Nee, wir brauchen nicht die, wir brauchen Ihre. Ihre ist auch rot. Ja, ich möchte gerne ein Referenzmodell in rot. Hä, was macht denn das für einen Sinn? Da vorne steht doch exakt dasselbe Moped. Das ist eine Anforderung, da kommen Sie bitte nach. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo die ist. Sie wissen nicht, wo Ihre geliebte Simone ist. Doch, ich habe die irgendwo abgestellt. Ich weiß nur nicht mehr wo. Bei mir das in der Garage. Natürlich. Ja, stimmt sehr. Jetzt, wo du sagst. Herr Wartlinger, mir fällt's wieder ein. Na klar, ich habe die Simson bei dem Kolmleiten in der Garage abgestellt. So, na klar. Da habt ihr es. Vereinige das. Du Schwachsinn. Nein. Ich habe gerade die Wahrheit in seinen Augen gesehen. Ja. Ich habe sie gesehen. Ich hab die Wahrheit in deinen Augen gesehen bei dieses Aussprechen. Das ist wahr. Ich fahr jetzt los. Nee. Simson. Ja, aber ZZ. Ja, ich fahr jetzt los. Ja, was denn? Moment. Engine. Fahren Sie mit. Sie fahren da mit. Und Sie werden hiermit, hören Sie mir zu, Sie werden jetzt von hiermit beauftragt, als unabhängige Person zu überwachen, dass auch wirklich seine Maschine holt. Sollte irgendwie kommen. Eine rote Simone. Dafür müsste sie sowieso abgestraft werden. Aber es gibt nur eine rote Simone. Deswegen sage ich, der Herr Engine fährt mit. Also, okay. Du kannst deine rote Simone behalten, weil ich stehe nicht machen, aber auf ich rot. Viel Arbeit hier. Simone. Herr Engine, Sie müssen da jetzt mitfahren und das bitte holen. Herrn Wartlinger interessiert das nicht. Der trinkt einen 20.000 Euro Wein, das juckt den auch nicht. Also kommen Sie jetzt, lieber. Soll ich Sie gleich tasern oder später? Hey, pass mal auf. Sie haben mich hier als unparteiischen Gutachter dazugeholt und jetzt wird hier so ein Schuh draus gestrickt. Ja, ein unparteiischer Gutachter! Da fallen mir meine selbst gehäkelten Hanfsocken von den Schuhen runter. Wer kam denn darauf, dass er unabhängig ist? Okay, darf ich ganz kurz einlassen? Ich weiß nicht, was Sie für ein Problem haben, Herr Kolmleiten, aber Sie sollten vielleicht weniger das Fritteusenfritz saufen, sondern eher in Ihren Tank schütten. Aber Sie haben mich doch jetzt ganz normal hierher bestellt und gefragt, was in diesem Moped verändert ist. Und das ist auf den ersten Blick das, was ich Ihnen sagen konnte, was verändert ist. Ja, ich möchte aber gern, dass Sie Ihre schnell daneben stellen. Ja, das mache ich jetzt. Ist doch kein Problem. Was ist denn mit der Fahrgestellnummer? Hat die schon überprüft? Ja, haben Sie die schon überprüft? Ach, abgeschliffen!
Die ist natürlich habe ich nachgeguckt, weil die abgeschliffen ist, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht mal, wo die Seriennummer da ist. Bäumleiten! Was? Das ist eine unregistrierte, ey. Herr Bartlinger. Die steht hier am Rahmen da. Es wird immer grenzwertiger. Ja, pass mal auf, die ist nicht nur von dem, die hat er auch neu irgendwo geklaut. Und hat die Rahmennummer abgeschliffen, hat gesagt, komm durch. Komm, Eduard, wir holen meine. Ja, ich komm mit. Bis später. Also, Jungs, bis gleich. Die Schiffe, Sie wissen das, gell? Abgeschliffen. Ja. Die Wesen lassen sich irgendwie beeinflussen. Kriminell. Das ist doch gar nicht wahr. Krimineller. Du bist der Kriminelle. Krimineller. Du steckst unter eine Decke mit dem Batman. Du Krimineller. Steig jetzt in dein scheiß Ding und hol die Simpsons. Krimineller. Stopp, so Moment, ich muss meine Differentialsperren rausmachen. So. Tanken es vielleicht nur ein bisschen. Krimineller! Den einzigen Kriminellen, den ich sehe, ist links vor mir. Darf ich das Polizeiauto nehmen? Nein! Okay, hätte ja sein können. So, also meine lieben Freunde, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Lasst das Däumchen da und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!